Jerome Powell, der Fed-Chef, glaubt an seine Agenda, sagt, alles ist in Ordnung, alles läuft nach Plan und die Märkte sind happy, denn sie hören nur eins, wir werden jetzt nicht sofort das Tapering bekommen, also ist alles gut. Neue Allzeithochse an den amerikanischen Aktienmärkten waren. Die Folge startet jetzt so etwas wie ein Crack-Up-Boom, so diese Phase, in der eh alles wurscht ist, alles nur noch nach oben geht und das, obwohl ja wahrscheinlich das Tapering doch kommen wird, früher oder später, das ist die große Frage. Schauen wir uns kurz mal die Definition eines Cracker-Booms an. Es kommt zum Ansteigen des Aktienwertes, obwohl die realen wirtschaftlichen Aussichten sehr schlecht sind. Und in der Tat, wir haben wahrscheinlich das Beste, zumindest was die Wirtschaft jetzt betrifft, hinter uns. Jetzt wird es schwieriger, auch durch diese Corona-Situation im Herbst wird es nicht leichter werden. Dieser Boom wird lediglich von der Angst vor dem Werteverlust gespeist. Und das ist das Argument vieler Bullen, die sagen, ja, was soll man denn sonst tun? Gibt ja keine Alternative, das ist eigentlich die Angst vor dem Wertverlust von Fiat-Geld, eben weil die Notenbanken dermaßen reinpumpen und wir wollen uns dieses Pumpen und die Konsequenzen und den allgemeinen Zustand mal genauer anschauen. Hier diese Rede von Jerome Powell, eigentlich unspektakulär, weil sie wenig Konkretes geboten hat, aber sie war maximal dovish, wie hier John Hardy von der Saxo Bank anmerkt. Totales Vertrauen, Hybris, Fragezeichen, in die eigene Geldpolitik, indem Paul versucht hat, die ganze Zeit, und das war eigentlich der Sinn der Rede, die Inflationsängste runterzureden, zu sagen, das ist nur vorübergehend, das ist transitory. Deswegen haben wir es nicht so eilig mit dem Tapering. Wir könnten in diesem Jahr starten, vielleicht auch nicht. Gell, schauen wir da mal, aber jedenfalls haben wir keinen dringenden Handlungsbedarf. Denn diese Inflation, liebe Leute, die wird wieder zurückgehen. Macht euch also keine Sorgen. Und siehe da, die Märkte sind nach oben gelaufen. Interessant ist, dass das jemand sagt und die Märkte das glauben, der sich ganz offenkundig geirrt hat mit dem Anstieg der Inflation, den wir bis jetzt erlebt haben. Das hatte die Fed nicht auf dem Zeiger. Ist sich jetzt gleichwohl aber sicher, dass das wieder zurückgehen wird. Und das ist diese Spanne. Vielleicht hat die Fed und Jerome Powell ja recht, indem man sagt, okay, die Inflation ist nur vorübergehend und wird dann zurückkommen. Vielleicht hat er aber auch nicht recht. Jedenfalls hat er bisher nicht recht gehabt, was natürlich die Frage schon aufwirft, ob der dann ausgerechnet diesmal recht hat, weil er vielleicht von den falschen Voraussetzungen ausgeht. Aber die Märkte, die stellen sich solche Fragen eher nicht. Die sagen sich ja, wenn der Mann das sagt, dann wird es schon passen. Ist eh wurscht, weil die sitzen ja ohnehin am Geldhahn und der ist aufgedreht. Als Paul sagte, hier untere Grafik, ja, schauen wir mal, vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht. Da stieg der S&P 500 deutlich an. Allerdings haben sehr viele Fed-Mitglieder sich geäußert. Auch Paul hat sich ja letztendlich geäußert in Sachen, ja, das wird schon kommen. Er hat nur den Zeitraum nicht genannt. Taper is coming, aber die Märkte, die Bullen hören nur nicht jetzt. Das ist sozusagen das Spiel, das derzeit läuft und deswegen sind sie weiter nach oben gegangen. Wir sehen aber, dass die High Yields, also die Junk Bonds, also die Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität, da sind die Risikoprämien inzwischen schon deutlich gestiegen. Da gibt es ein klares Auseinanderklaffen. Hier glaubt man also, dass da wohl bald Liquidität weniger zugeführt werden dürfte. An den Aktienmärkten ist das noch nicht der Fall. Wir sehen jetzt das 52. Allzeithoch auf Schlusskursbasis beim S&P 500. Damit sind wir fast schon auf dem Niveau von 2014. Bestes Ergebnis seit 2017, das war ja dieses Rekordjahr, wenn man so will. Und wir haben jetzt sogar zwischen oder ab 2013 in diesen 8 Jahren die allzeithohe Anzahl aus den Jahren 1989 bis 2000. Das war ja eine super Rallye dann mit der Dotcom-Blase endend, Crack-Up-Boom auch damals. Das haben wir jetzt schon überwunden. Jetzt haben wir 328 Allzeithochs seit 2013, 89 bis 2000 waren es nur 327. Also goldene Zeiten und wir haben ein neues Allzeithoch, auch was die globale Marktkapitalisierung betrifft, auch wenn die Emerging Markets deutlich schlechter laufen. 118,6 Billionen. Das entspricht etwa 140% des GDP. Alles über 100% ist Blase, sagt zumindest Warren Buffett. Aber der ist ja, okay, alter Schlag. Der versteht ja die aktuelle Welt nicht mehr. Wir haben gelehrt, sind dieser Woche 2,8 Billionen an Marktkapitalisierung wieder hinzugewonnen. Also Zentralbankenliquidität, hurra! Wir sehen das erste Mal jetzt seit Oktober 2000, sind wir beim Schiller KGV.
Also das ist das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre über 39. Wie gesagt, das erste Mal seit Oktober 2000, ist also recht günstig. Und die globalen Notenbanken haben pro Stunde 834 Millionen Dollar in die Märkte gepumpt. Und die Marktkapitalisierung der großen Tech-Werte ist pro Stunde um 780 Millionen Dollar gestiegen. Das ist alles sehr, sehr gesund. Also man druckt fast eine Milliarde an neuen Kapital aus dem Nichts, wenn man so will, pro Stunde. Und das wird sicherlich gut gehen. Wir sehen hier den Vergleich zwischen Marktkapitalisierung der FANG-Aktien und der Bilanzsumme der globalen Notenbanken. Und wir sehen unten jetzt zum Beispiel jemand wie Tim Cook, der jetzt Aktien verkauft, vertragsgemäß, was er damals bei Dienstantritt vor 10 Jahren vereinbart hatte. Der ist jetzt dabei, einen Teil seiner Aktien zu verkaufen. Das sind diejenigen, die profitieren. Das sind diejenigen, die besonders profitieren, eben von dem Anstieg der Aktien. Wir sehen jetzt insgesamt, dass wir ein Verhältnis haben zwischen den Finanzassets der Wall Street und dem BIP von 6,4. Absolutes Allzeithoch. Der Schnitt lag zwischen 1950 und den 1990er Jahren immer so zwischen 2,5 und 3,5. Also auch hier sehen wir, die Dinge sind ein bisschen extrem geworden. Wer verliert, das sind die Sparer, das sind die Rentner. Das ist wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung. Auch in den USA ist das so, aber da ist es halt kein Problem. Jetzt schauen wir uns mal an, was letzte Woche passiert ist. Wir sehen solche Meme-Stocks wie GameStop, AMC, 29 und 19%, also praktisch die Wiederauferstehung der Untoten. Wir sehen, Crude Oil hat 11% gewonnen. Wir haben die chinesischen Internetwerte, die 10% gewonnen haben. Airlines 8%, Energie 7%, Emerging Markets immerhin 4%. Gold plus 2%, S&P 500 1,5% und Volatilität wächst minus 12%. Und jetzt ist die Situation die, dass offenkundig viele hier auf den falschen Fuß erwischt wurden. Wir sehen etwa bei Goldman Sachs die Kunden, die sind untergewichtet jetzt in Aktien, die sind eher short in Aktien, sodass die Positionierung auf dem geringsten Niveau ist in Sachen Long seit 63 Wochen. Da sagt Goldman Sachs, also das wäre der schmerzvollste Trade jetzt, wenn es einfach weiter nach oben geht mit den Märkten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass in diesem August ziemlich viel Geld an die Aktienmärkte geflossen ist. Das sehen wir hier in dieser unteren Grafik. Da ist also durchaus in den letzten Wochen permanente Zufluss der Fall. Auch im August war das der Fall. Dabei haben wir normalerweise, statistisch gesehen, im August immer Geldabflüsse. Wir sehen, das ist mit Abstand der schlechteste Monat, was Zuflüsse an die Aktienmärkte betrifft. Diesmal ist es also anders. Wir sehen, da ist Geld reingesetzt worden. Wir sehen, dass viele Institutionelle offenkundig bei dieser Rallye nicht dabei sind. Und das könnte wirklich bedeuten, dass da nochmal richtig was nach oben kommt, weil eben dann die Dickfische auf dem falschen Fuß erwischt werden, vielleicht mitschwimmen müssen, dann drehen müssen, auf den Zug noch aufspringen müssen, um sich dann zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite sagt etwa Morgan Stanley, wir haben Peak Everything und Deceleration is looming, also das Wachstum wird jetzt abnehmen. Klar, Helikopterchecks erstmal nicht mehr der Fall, verschiedene Stimulusmaßnahmen nicht mehr der Fall. Und diese Abschwächung könnte stärker werden als erwartet, so sagt Morgan Stanley und vergleicht hier den S&P 500 mal mit dem ISM-Index. Und hier sehen wir, die sind ja relativ abgemagert oder die haben sich schlechter entwickelt. Dementsprechend erwartet Morgan Stanley eine mindestens 10%ige Korrektur jetzt im Herbst. Mal sehen, ob sie recht haben. Jedenfalls sehen wir eine massive Diskrepanz oben in diesem Chart zwischen Leitzinsen in der US-Notenbank und Jobs Hard to Fill, also praktisch der Situation am Arbeitsmarkt, wo händeringend Arbeitskräfte gesucht werden. Und wir sehen unten, dass die annualisierte CPI, also die annualisierte Inflation, bei 6,8% liegt und das bei Nullzinsen plus QI. Wie soll das irgendwie gut gehen? Das fragt man sich schon. Also die Fed wahrscheinlich weit hinter der Kurve. Aber Jerome Powell ist sich sicher, dass all das gut gehen wird. Ein Wabonk-Spiel, ein Risikospiel. Die Dinge könnten dann völlig aus dem Ruder laufen in einen Crack-Up-Boom, wenn die Märkte sehen, oh, die haben die Kontrolle verloren, Papiergeld entwertet sich, dann könnten die Aktienmärkte natürlich noch extrem weiter steigen, gar keine Frage. Und wer würde davon profitieren? Gold und Silber zum Beispiel, auch Kupfer.
Mein Kollege Rüdiger Born hat darüber ein Video gemacht, wo er sich mal die charttechnische Ausgangslage für Gold und Silber anschaut, zum Beispiel auch Kupfer, aber Gold vor allem, und sagt, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Da könnte richtig was nach oben gehen. Ich werde das hier unter das Video wieder verlinken. Das ist eine interessante charttechnische Analyse. Dem geht es nicht um fundamentale Dinge, sondern der macht, was er sieht, der tradet, was er sieht, und was man sehen kann, das ist in den Charts geronnen gewissermaßen. Also ich packe das unter das Video, schauen Sie da mal rein. Wenn Sie einigermaßen affin sind zu Gold und Silber, dann wird sich das lohnen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und ciao.